Wir blicken auf die Stadt Xanten, in deren Mittelpunkt der Xantener Dom steht. Stolz ragen die Türme des Xantener Domes in den Himmel. Der Xantener Dom ist, so behaupten viele Menschen, der kleine Bruder vom Dom zu Köln. Wir stehen nun auf dem Marktplatz in Xanten und fangen die sich uns bietenden Eindrücke auf rund um den Marktplatz. Xanten wurde im Zweiten Weltkrieg sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Und viele alte Gebäude, die den Marktplatz umsäumten, wurden durch den Bombenhagel zerstört. Doch in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden die letzten Schäden beseitigt und eine liebenswerte Stadt ist aus den Trümmern entstanden. Heute leben in Xanten ca. 23.000 Menschen. Xanten ist nun ein anerkannter Kurort. Jährlich besuchen mehr als 100.000 Gäste die kleine Stadt am Rhein. Den Gästen bietet die Stadt Ruhe und Entspannung auf einem Rundweg in den Parkanlagen rund um die Altstadtmauern. Die gastronomischen Betriebe laden mich zum Verweilen in der Stadtmitte ein, in dieser kleinen Stadt, die so viel Eindrucksvolles zu bieten hat. 500 Jahre alte Architektur an den Häusern, die den Zweiten Weltkrieg überstanden haben, kann man sich anschauen. Das Rathaus mit den rot abgesetzten Fensteröffnungen und dem Glockenspiel an der Rathausspitze, das stündlich erklingt, und die gewaltigen äußeren Mauern der Domfreiheit weisen den Weg zur Xantener Domimmunität. Mit der Domimmunität oder Domfreiheit bezeichnet man im Mittelalter die mit einer Mauer umschlossenen Bereiche rund um eine Bischofsresidenz, in der sich auch der Xantener Dom befindet. Die Mauern des Domes und viele Gebäude sind mit den Steinen der alten Römersiedlung Colonia Ulpia Traiana errichtet worden und sind heute Zeitzeugen der Xantener Geschichte. Genauso wie das gotische Haus aus dem Jahre 1539 sind ein Hingucker. Ebenso die gegenüberliegende evangelische Kirche. Sie wurde nicht wie die anderen Kirchen am Niederrhein in der üblichen Backsteinbauweise 1649 errichtet. Die evangelische Kirche wurde verputzt, weiß getüncht und auch der Glockenturm sowie das Dach des Kirchenschiffes wurden dem Stile der Barockmode des 17. Jahrhunderts angepasst. Wir begeben uns nun in die Xantener Altstadt. Auf dem Wege zur Altstadt, vorbei an den schmucken Häusern der Altstadt, eine kurze Information. Eine Führung durch den Nachtwächter, die Führung im Xantener Dom oder die Führung mit dem Klumpenkerl sowie eine Fahrt mit der Bimmelbahn durch Xanten ist ein Muss für jeden, der Xanten erkunden möchte. Weitere Informationen finden Sie im Internet. Wir sind in der Altstadt vor dem Klevertor angekommen. Mitten auf der Straße stehen zwei Frauen mit einem Kind und unterhalten sich. Sie tragen Wassereimer in den Händen, die sie an der Wasserpumpe gefüllt haben. Die Wasserpumpe war ein zentraler Ort und Treffpunkt in den Nachbarschaften in der Stadt Xanten und überall am Niederrhein in der Vergangenheit. Man traf sich dort, redete über Gott und die Welt und tauschte Neuigkeiten aus. Das sollen die Darstellungen den Besucher näher bringen. Noch heute gibt es Pumpennachbarschaften, die diese alte Tradition fortsetzen. Wir gehen vom Klevertor die Stadtmauer entlang und schauen auf die Kriemhildmühle, die sich in der Stadtmauer befindet. Die Flügel drehen sich im Wind und mit der Kraft und Energie des Windes wird heute noch das Mahlwerk in der Mühle angetrieben und der Müller mahlt dort sein Mehl. Das monotone Geräusch der sich drehenden Windmühlenflügel und der Duft von frisch gebackenem Brot, der aus dem Mühlenladen strömt, rundet unseren Spaziergang durch Xanten ab. Besuchen Sie Xanten. Diese Stadt ist einen Besuch wert.